Hallihallo, hier ist mal wieder Kura, so wir sind zurück in Fallout 4 und wir waren zuletzt dabei, den Reaktor zu aktivieren und nun zum ersten Mal hier als Vorsitzender des Instituts. Darf ich dich als Erste willkommen heißen? Wir freuen uns auf die Arbeit mit dir. Ja, würde ich jetzt auch behaupten. So, was? Also, Powerrüstung wieder, das hatten wir ja schon mal, ne? So, einen Moment, Jungs. Ich muss aber kurz raus. Okay, so. Bleib da stehen, ich setze mich mal. Mit einem schönen Helm. Oh Mann. So. Ja. Froh hier zu sein. Froh hier zu sein. Ich freue mich hier zu sein, Fillmore. Hoffentlich werde ich der Position gerecht. Das wirst du bestimmt. Schleimer. Heute sind wir hier, weil es Zeit wird, sich endlich zu erheben und für uns selbst einzutreten. Nicht so dramatisch, Justin. Daran ist nichts dramatisch. Wir sind in der Position, etwas zu bewegen und zu behaupten. Darüber haben wir immer wieder geredet. Wer es noch nicht mitbekommen hat, offensichtlich gibt es im Commonwealth Gruppen, denen die Ziele des Instituts nicht gefallen. Da der Reaktor in Betrieb ist, können wir nicht nur die Synth-Produktion erhöhen, sondern auch wesentlich mehr Macht ausüben. Verteidigen, was ist das Ziel? Wohin soll das führen? Welches Ziel verfolgt das Institut? Also, das Direktorat hat beschlossen, dass Schritte nötig sind, um unsere Sicherheit auf lange Frist zu garantieren. Reden wir nicht um den heißen Brei herum. Das Direktorat hat beschlossen, dass die stählerne Bruderschaft vernichtet werden muss. Als zukünftigen Direktor wollten wir dir unsere Entscheidung mitteilen und deine Gedanken dazu hören. Also, was meinst du dazu? Ja, Abfallmaßbewegung einschränken, Gewalt einschränken. Ja, ich mag die Bruderschaft nicht. Aber wir haben ein paar nette Leute kennengelernt. Das ist jetzt echt, ja. Wenn das sein muss, halten wir die Gewalt möglichst gering. Wir wollen das Commonwealth nicht zerstören. Natürlich, es bestand nie die Absicht, mehr Schaden als nötig anzurichten. Als Direktor entscheidest du, wohin wir unsere Anstrengungen lenken. Wir würden gern wissen, welche Richtung wir einschlagen sollen. Erhöhen wir die Synth-Produktion oder konzentrieren wir uns auf die Waffenentwicklung? Überrasche mich. Waffenentwicklung. Naja, mehr Synth heißt eigentlich nur mehr erstmal Kanonenfutter. Aber bessere Waffen heißt, wir haben wenig Synth, aber mit besseren Waffen. Ich habe genug erlebt, um zu wissen, dass man mit Waffen Kriege gewinnt. Konzentrieren wir uns auf ihre Entwicklung. Wie du willst. Die Abteilung Fortschrittliche Systeme legt sofort los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das wäre erstmal alles. Ich glaube, Vater möchte sich mit dir nach der Besprechung noch unterhalten. Wie immer. Als Direktor des Instituts geht man eine bedeutende Errungenschaft freigeschaltet. Aktivierung. Verstehst du das? Ja, also diesmal Power Suit nicht vergessen, bitte, danke. Begonnen. Endstation. Das klingt so endgültig. Ich bin gespannt. Unit X688 spricht in höchsten Tönen von dir. Ich hoffe, du auch bald. So, auch wieder rum. Raum. Hopp. Und, da. Gut, dass du den abtrünnigen Synth zurückgebracht hast. Nee, fortschrittliche Systeme, ne? Genau, wieder zu Advanced Systems. Dank des neuen Reaktors haben wir mehr als genug Energie. Das ist doch gut. Nee? Ist doch gut. Ja. Und zwar auch ein paar Wissenschaftler weniger, weil wegen ist so, aber naja. Ach, der läuft ja noch rum, weil wir so fix waren. Mhm. Da bist du ja. Ja. Du hast dich mit dem Direktorat getroffen. Ich schätze, die Absichten sind klar. Es war schwierig für sie, sich für den gewaltsamen Weg zu entscheiden. Und du? Stimmst du ihrer Entscheidung zu? Keine gute Antwort, das ist das Richtige. Das ist wieder. Wann haben sie sich entschieden? Wann haben Sie sich zu diesem Vorgehen entschlossen? Das Luftschiff der Bruderschaft war der letzte Strohhalm. Es steht zu viel auf dem Spiel. Du kannst es dir nicht leisten, das alles zu verlieren. Es ist kein Geheimnis, dass du mit der Railroad zusammengearbeitet hast, um zum Institut zu gelangen. Es wurde oft hinterfragt, wie stark du dort wohl involviert warst. Du kannst dir sicherlich denken, von wem. Die Frage ist, wie ist jetzt dein Verhältnis zu ihnen? Zählst du sie zu deinen Verbündeten? Die Railroad.
über sie denke, ist unwichtig. Nein, es ist wichtig. Das ist das Einzige, was gerade zählt. Damit die Position des Instituts im Commonwealth gesichert ist, muss die Railroad ausgelöscht werden. Vollständig. Als wichtigster Agent an der Oberfläche und als jemand, der bereits Kontakt mit der Railroad hatte, bist du am besten geeignet, diesen Auftrag auszuführen. Worauf ich hinaus will, ist, bist du bereit, sie zu vernichten? Ach du meine Güte. Es muss doch eine andere Lösung geben. Etwas weniger Gewalttätiges. Ich fürchte, die Zeit des Zögerns ist vorbei. Wir müssen jetzt entschlossen handeln. Bist du bereit dafür? Ach du meine Güte. Ich werde mich um sie kümmern. Alter, ich fühle mich immer schlechter. Ich bitte dich nur ungern, dich in Gefahr zu bringen, aber diese Sache ist sehr wichtig. Alter, Tüftel-Tom. Tüftel-Tom, Mann! Tüftel-Tom. Tüftel-Tom. Ich hoffe, er überlebt. Tüftel-Tom ist cool. Mann, wozu bringen die mich? Ich find's echt doof. Muss ich ganz ehrlich sagen jetzt. Warum habe ich mich dafür nochmal entschieden? So, ich weiß nicht, ob die direkt auf mich schießen. Deswegen wollte ich schnell speichern. Speichern, dann schnell speichern. So. Okay, noch sind die hier. Pam würde ich sprechen. Sie hat mir erklärt, warum, aber ich hab's nicht verstanden. Okay. Es sind nicht alle da, habe ich das Gefühl. Ich habe ein echt faszinierendes Gerücht gehört. Angeblich hast du das Institut gefunden. Du warst dort und hast es überlebt. Hört sich verrückt an, nicht wahr? Naja, das ist die Wahrheit. Er spricht voll und ganz der Wahrheit. Deacon sagt, dass du dich teleportiert hast. Unvorstellbar. Du bist sicher zu Recht stolz auf das, was deine Minutemen in so kurzer Zeit geschafft haben. Früher oder später werden die Minutemen auf ihre Weise versuchen, mit dem Institut fertig zu werden. Aber ich bezweifle, dass deine Soldaten großen Wert darauf legen, die Synths dort zu befreien. Ich zähle darauf, dass dir die Befreiung der Synths so sehr am Herzen liegt wie uns. Bitte, arbeite stattdessen mit uns zusammen. Ich weiß nicht. Nimm dir Zeit. Überleg es dir. Aber vergiss nicht, dass das Schicksal der Synths buchstäblich in deinen Händen liegt. Ja, ich habe erst von einem anderen Auftrag. Tut mir leid. Wie gesagt, tut mir leid. Sorry. Ups, Entschuldigung. Muss mal kurz. Entschuldigung. Sorry. Wollte ich nicht. Keine Absicht. Wird aber ein paar Quests dahin scheiden. Tut mir leid. Wirklich. Deacon, es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Das ist alles anders. Es sollte. Ich meine, es tut mir leid. Ah, glaube ich. Stimmt, glaube ich, mit ihrem fetten Ding. War ja klar, dass sie hier wieder angeben muss. Hey, da noch einer? Tüftel-Tom, nein, Tüftel-Tom. Es tut mir leid. Oh, Trommler, holt sie erstmal das fette Ding da raus. Ich fühle mich jetzt schon verdammt mies, du. Aber sie hat irgendwie einen Schlüssel fallen lassen. Für was? Hier gibt's doch nichts, was
für mich verschlossen war, oder? Ich würde sagen, Pam müsste noch hier sein. Ich will ja gründlich sein, ne? Tja. Da hinten ist noch was. Das ist mir jetzt noch nie aufgefallen. Ist das neu? Oder mit per Wall. Fluchttunnel. Okay. Ich wüsste nicht mehr, dass es mir bis jetzt aufgefallen wäre. Ich glaube, sie haben irgendwas fallen lassen, dass man ja irgendwie einen Schlüssel für Railroad. Egal. Institut zurück. Oh Mann, fühle ich mich mies. Tüfteltom, auf dich. Du warst ein guter Mann. Ah, oh Mann. Ha, so. Wenn man so kräftig einen Schluck nimmt, kann es ganz schön im Hals wehtun. Merkt euch das, Kinder. So. Habe ich meinen pädagogischen Inhalt auch gehabt. Ah, Gott, das war jetzt wieder. Das war jetzt ein bisschen hier nervenaufreibend, sag ich mal. Nee. Nicht, weil es so actionreich war oder so, sondern einfach, weil. Ja. Ja. Die Arbeit ist also getan. Ja. Tut mir leid. Ich weiß, das ist nicht einfach. Du hast keine Ahnung, Vater. Sohn. Verdammt. Es musste getan werden. Also wurde es getan. Mach hier keinen Fehler. Es ist nie einfach. Für keinen von uns. Es gibt offensichtlich eine letzte Bedrohung, der sich das Institut stellen muss. No. Was denn jetzt schon wieder? Worum geht es? Was für eine letzte Bedrohung ist das? Nun, vielleicht ist sie am Ende doch nicht so offensichtlich. Die stählerne Bruderschaft ist von Technologie besessen und hat gezeigt, dass wir nicht friedlich zusammenleben können. Ja. Sie wird sich irgendwann von uns das holen wollen, was wir über lange Zeit geschafft haben. Ja. Wir müssen sie vernichten, bevor sie uns vernichten. Ja, das hatten wir doch schon. Das stimmt. Oh. Du hast recht. Wir tragen den Kampf zu ihnen. Wie gut, dass du zustimmst. Aber das Problem mit der stählernen Bruderschaft geht über die Grenzen des Commonwealth hinaus. Es reicht nicht, sie hier zu vernichten. Das stimmt wiederum. Es gibt von ihnen noch mehr auf der Welt. Und auch sie werden uns angreifen. Also, was ist der Plan? Hast du einen Plan, falls das passiert? Ich will lieber gleich verhindern, dass es überhaupt so weit kommt. Wir werden ihnen zeigen, dass sich die von ihnen so hoch geschätzte Technologie gegen sie wenden wird, wenn sie sich mit uns anlegen. Wir zeigen ihnen, dass wir aus dem Nichts erscheinen können, wenn wir wollen. Und sie uns niemals aufhalten werden. Also teleportieren wir uns da rauf und töten alle? Sich jemals wieder mit uns anzulegen. Du bist ja aber ganz schön hier. Du bist ziemlich überzeugt, dass es funktionieren wird. Das Institut ist absolut gründlich. Dr. Lee erwartet dich bereits in ihrem Labor. Sie wird dir alles weitere erklären. Die Zeit drängt. Brighten Down, okay, das klingt auch noch was. Bin ich gespannt, wie sie das hinkriegen wollen. Das könnte wirklich interessant werden. Also, da husche ich doch direkt mal los. So, wieder zu Advanced Systems. Ganze Schiff wollen sie runtergehen lassen, okay. Endlich haben wir genügend Energie, um den Bedarf zu decken. Dr. Lee? Was kann ich für dich tun? Ja, wie, was kann ich für dich tun? Sean sagt, es ist an der Zeit. Ah, verstehe. Nun, dann fangen wir besser an. Na dann auf. Komm bitte rüber. Es ist an der Zeit. Was? Jetzt? Ich prüfe noch den Code, den die Robotik geschickt hat. Der Algorithmus ist grauenvoll und noch weit vom Optimum entfernt. So wie es aussieht, läuft uns die Zeit davon. Gehen wir. Wir erklären dir die Grundzüge der Operation, soweit sie feststehen. Dr. Orman hat die meisten Vorbereitungen getroffen, deshalb wird sie alles erklären. Okay, danke. Ist das wirklich so aufregend oder geht es nur mir so? Du weißt sicher, dass die Bruderschaft ihr Hauptquartier am Flughafen hat, oder? Ja. Ich war schon da.
Das ist mir bekannt, ja. Okay, gut. Wenn sie weniger intelligent wären, würden wir nicht darüber reden. Wir würden sie einfach mit Synths überrennen. Aber sie sind keine Idioten. Es ist ihnen gelungen, ein EM-Feld zu erzeugen, das unsere Transmissionsfähigkeit lahmlegt. Oh, okay, okay, okay. Also gelangen wir per Transmission auf das Luftschiff und sabotieren es. Das würde uns nicht nützen. Es gibt keine direkte Verbindung zwischen ihrem Roboter und dem Luftschiff. Der unmittelbare Bereich um ihr Lager ist Sperrgebiet. Aber sie haben nicht den gesamten Flughafen abgedeckt. Wir können dich per Transmission zu einem Punkt am Rand des Flughafens transportieren, sodass du reingehen und die Generatoren deaktivieren kannst. Okay. Zumindest haben wir den Überraschungsmoment auf unserer Seite. Genau. Du hast das Überraschungsmoment auf deiner Seite. Das sollte dir etwas Zeit verschaffen, bevor sie die Verteidigung organisieren. Für jeden Generator, den du ausschaltest, können wir Synths reinbringen, sodass dein Vorteil größer ist. Und, oh, hätte ich fast vergessen. Nimm die hier. Mist. So, was ist? Danke. Oh, danke. Granaten. Natürlich, Granaten kann ich immer gebrauchen. Nein, nein, das sind keine Granaten. Was? Diese Dinger, ich habe noch keinen guten Namen dafür, senden ein Ortungssignal. Dort, wo sie landen, können wir sie anpeilen und Synths per Transmission zu dieser Position bringen. Sollte es notwendig sein, können Synths direkt dort landen. Wir haben nur wenige davon. Also setze sie gut ein. Wirf sie bitte nicht in die Bucht. Ah, verstehe. Okay, das ist echt gut. Ich bin beeindruckt. Ich weiß. Ich meine, danke. Ich dachte, es nützt vielleicht. Ich will nur helfen. Deine eigentliche Aufgabe ist, zu Liberty Prime zu gelangen. Du weißt, worum es hier geht, oder? Ja. Das ist der gigantische Roboter der Bruderschaft. Richtig. Sie halten ihn für ihre ultimative Waffe. Wir werden ihnen zeigen, dass er uns gehört. Wir haben unser Wissen gesammelt und Modifikationen vorgenommen, basierend auf dem, was wir glauben, dass sie in den letzten 10 Jahren damit gemacht haben. Und haben dann, das war meine Idee, das Ganze in einen modifizierten Synth geladen, der den Virus direkt in Liberty Prime pflanzen kann. Oh. Der kleine Kerl wird ungeschützt und verletzlich sein. Deshalb musst du ihn im Auge behalten. Sorg dafür, dass er nicht drauf geht, verstanden? Ja, okay. Mit Liberty Prime auf unserer Seite haben wir einen enormen Vorteil. Er wird nicht durch die Gegend trampeln und er wird auch keine Befehle entgegennehmen. Aber seine Waffen und Zielsysteme werden überschrieben. Und er wird ihr Luftschiff als vorrangiges Kommunistenziel im Commonwealth erkennen. Okay. Deshalb ist dein Hauptziel einfach. Schlag dich zum Roboter durch und halte die Position, bis der Synth seine Sache erledigt hat. Oh, und keine Sorge, wir holen dich raus, bevor alles in die Luft fliegt. Falls du Fragen hast, stell sie bitte jetzt. Ansonsten wirst du im Transmissionsraum erwartet. Was für Unterstützung habe ich? Sobald die Generatoren ausgeschaltet sind, können wir sie mit allem konfrontieren, was wir haben. Mit wirklich allem. Oh, das klingt gut. Ich habe keine Fragen. Bringen wir es hinter uns. Also gut. Ich wünsche dir viel Erfolg. Vielen Dank. Dr. Lee zeigt es vielleicht nicht, aber sie freut sich, dass der Reaktor in Betrieb ist. Hier geht es mir langfristig wohl besser. Okay. So, ich würde sagen, das wird in den nächsten Folgen ganz schön spannend. Aber diese Folge müssen wir dann leider auch mal wieder beenden. Es wird mal wieder Zeit. Es ist schon so spät. Ich weiß auch nicht, wer die Uhr gedreht hat. Doch, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Vergesst nicht zu kommentieren, ein Abo oder sonstiges dazulassen. Bis dahin, Leute. Tschüss.